Skate or Die ist eine der bekannten Spieleserien der späten 80er. Ich weiß doch genau, wie ich vor meinem DOS-PC saß und nur so einige Joysticks verschlissen habe. Und das in EGR-Grafik. Eine so erfolgreiche Serie musste es natürlich auch auf den Gameboy geben. Wie schlägt es sich dort? Was taugt Skate or Die Baton Red für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Konami entwickelt und von Palcom bei 1991 veröffentlicht. Ein Jahr früher erschien es in Amerika und in Japan erschien es nie. Es ist somit der einzige Teil der Serie, der nicht von EA selbst entwickelt wurde. Es erschien noch ein anderer Skate or Die Teil, welcher jedoch nur in den USA erschien. Das Spiel heißt Skate or Die. Was glaubt ihr macht man in diesem Spiel? Genau, skaten. Ich weiß. Große Überraschung. Das gestaltet sich dabei natürlich relativ simpel. Ziel ist es, immer in den einzelnen Abschnitten im Prinzip zum Ziel zu geraten. Ihr müsst keine Kunststücke oder ähnliches vollführen, wie es modernere Skate-Spiele verlangen. Ihr müsst einfach eine lineare Strecke entlangfahren und diversen Hindernissen ausweichen. Dazu könnt ihr einfach springen oder euch ducken. Mehr braucht ihr nicht. Insgesamt gibt es 7 Level. Die ersten 4 Level sind frei wählbar und wenn ihr das 4. geschafft habt, schaltet ihr die restlichen 3 frei. Diese teilen sich dann in 2 Varianten auf. Es gibt einmal die Seitwärts-Level. Diese haben eine klassische Seitenansicht wie ein Standardplattformer. Die andere Variante wird aus einer Top-Down-Perspektive gespielt. Mit dem Steuerkreuz könnt ihr dann etwas beschleunigen und bremsen. Anscheinend will euch quasi die ganze Umwelt töten oder die Skate-Strecken sind einfach nur schlecht gewählt. Ratten, Stachelfallen, Pfützen und sonstige Hindernisse wollen euch das Leben schwer machen und das tun sie auch. Das Spielprinzip ist also sehr simpel, aber macht es auch Spaß? Mir ehrlich gesagt nicht wirklich. Man muss die Level im Prinzip einfach nur auswendig lernen, da die Weitsicht logischerweise ja, nicht sehr weit ist und man da ständig in Hindernisse reinfährt. Außer man hat sehr, sehr gute Reflexe. Wirklich Spaß macht das irgendwie nicht, aber naja, die Serie ist ja für ein solches Spielprinzip ja auch bekannt und daher sollte man da nicht meckern. Logischerweise gibt es kein Passwort oder sogar ein Speichersystem. Grafisch sieht das Spiel für einen so frühen Titel durchaus ordentlich aus. Der Stil ist stimmig, aber ich hätte mir bei Leveln etwas mehr Abwechslung gewünscht. Auch ist es nicht immer eindeutig klar, was jetzt ein Hindernis ist und was nicht. Der Sound bietet jetzt nichts Besonderes. Er ist irgendwie da und untermalt das Spielgeschehen passend, ist jetzt aber nichts Besonderes. Was taugt Skate or Die Baton Red für den Gameboy also heute noch? Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan des Spieles. Damals haben solche Titel ja durchaus ihre Daseinsberechtigung gehabt, aber heute sieht das zumindest für mich anders aus. Man muss im Prinzip Studi-Level auswendig lernen und das hat für mich wenig mit Spaß zu tun. Fans der Serie können hier aber mal einen Blick riskieren. Das war der Test zu Skate or Die Baton Red für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.